Das hat einen gewissen Reiz, online wählen. Andererseits, wenn es um das Wahlgeheimnis geht, ist natürlich die Kontrolle gerade beim Online-Wählen sehr, sehr schwierig, weil es ist schwer nachvollziehbar, ob dann nicht in einer Familie mit mehreren Kindern man am Tisch gemeinsam sitzt und dann alle quasi das wählen müssen, was der Vater oder die Mutter sagt. Also hat einen Reiz, aber ist technisch und vom Wahlgeheimnis her sehr, sehr schwierig umsetzbar.